Moin Leute, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Multicard-Channel. Heute mal ein anderes Thema, aber für viele von euch denke ich mal auch nicht ganz uninteressant. Und zwar wollen wir heute mal die Radlager wechseln an so einen 750 Kilo Anhänger. Und ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bis gleich. Der besagte Anhänger, wie gesagt, ein Saris-Anhänger. Baujahr 2010, ja, der ist wirklich schon sehr, sehr viel gelaufen. Er ist schon ein paar Mal durch die Republik hoch und runter gefahren. Der Teil, Saris-Anhänger, Typenbezeichnung KL 75, 750 Kilogramm. Ja, und wie gesagt, da wollen wir mal die Radlager wechseln. Ich habe das ja nicht so richtig mitgekriegt, das ist ein bisschen peinlich, aber mein Schwager hat sich das Ding ausgeliehen und sagt, du, mit deinen Anhänger stimmt was nicht, guck dir mal die Radlager an. Aber ist ja auch klar, weil der Typ, der hat ja auch ein bisschen mehr Ahnung als ich. Und gucken wir uns mal an, also wir sehen hier schon, ich denke mal, das Geräusch hört man hoch, also da ist kein, das Ding ist völlig hinüber und das wollen wir jetzt mal angucken, erstmal auseinanderbauen. Genau, wir bauen das Ding mal auseinander erstmal. Empfehle ich sowieso, erstmal auseinanderbauen die ganze Geschichte und gucken, was sind da für eine Lager verbaut, wie ist das Ding aufgebaut und dann erst bestellen, weil ja, irgendwie nach irgendwelchen Typenbezeichnungen mit Internet zu suchen und sonst was alles, das läuft meistens schief, weil dann ist wieder irgendwie eine Umstellung erfolgt, irgend so ein Baujahr und dann kriegt man die Teile liefert und hinterher passt es nicht. Also eigentlich ist es besser auseinanderbauen, nachgucken, was ist da Phase und dann wird es bestellt. Alles klar, gut, dann bauen wir das mal auseinander und gucken wir mal, was da los ist. Schon gut, so dann muss die Kappe hier ab. So, da ist er. Ah, was steht hier drin? Achtung! Anzugsdrehmoment für Sicherheitsmutter 280 Newtonmeter. Steht da drin. So. Gut. Da ist die Mutter. Das ist eine ganz normale Mutter, die ist jetzt auch nicht, die sieht jetzt auch nicht selbstsichernd aus. Hier ist auch keine, ja, weiß ich nicht, kein Material, um das näher zu verschlagen oder so. Also das sieht, ist eine ganz normale Mutter. So, gucken wir das mal ab. So, und hier haben wir das. Na klar, so, dann gucken wir uns mal die Welle an. Die Welle ausschaut. Sieht aus, nicht eingelaufen. Einwandfrei. So. Und hier sehen wir schon die Lager. Na, mal sehen. Gut, dann werden wir das mal rausmachen. Thank you.
So, und da haben wir das Lager. Ja, und wir sehen hier, also das sind gekapselte Lager. Und ihr hört ja, man sieht es ja hier schon am Spiel, also die sind völlig, völlig durch, völlig fertig. So, müssen wir mal sehen, ob wir denn hier irgendwie eine Bezeichnung finden oder irgendwas. Müssen wir mal gucken. Gut, okay, soweit so gut. Das sieht soweit gut aus. Hier haben wir nochmal einen O-Ring. Oder ein Dichtring. Gut, also hier sehen wir ja nochmal die alten Radlager. Die sind jetzt mittlerweile auch schon auseinandergefallen. Wenn wir uns das Innere mal angucken, dann seht ihr ja hier, das Fett ist total dunkel, schwarz. Ja, das ist nichts anderes als der pure Dreck. Und das ist natürlich, naja, wie Schleifpaste. Also das ist der absolute Schrott. Genau, so sieht's aus. Was ich festgestellt habe, wenn ihr neue Radlager bestellt für euren Hänger, guckt einfach, was habt ihr für eine Achsen unter. Ich habe jetzt hier nachgeguckt. Und wie gesagt, das ist ja dieser Saris-Anhänger. Und hier ist eine Knott-Achse unter. Und dann ist hier eine Bezeichnung 3H. 3H, jetzt ist genau das Loch da vor. Gucken wir mal auf der anderen. Genau. 3H2145 bei diesem Saris-Anhänger Typ KN75 eine Knott-Achse, dann gibt er einfach ein, was ich bei eBay oder gibt es so bei Amazon, Knott-Achse 750 Kilogramm Hänger und dann werden euch, ja, wird euch eigentlich dieses Kugellager angezeigt. Da ist dann auch noch mal eine Bezeichnung drin, wie die Abmessungen sind. Da könnt ihr gerne dann mal mit einem Messschieber zur Sicherheit nochmal nachmessen. Natürlich hat die ganze Sache auch so ein bisschen Toleranz. Also wenn das da um ein paar Zehntel, ja, dann genau. So, wie gesagt, das ist der alte Mist. Dann haben wir hier ein Paket bekommen. Und hier ist das Neue denn drin, die neuen Radlager, wie gesagt, gekapselt. Ja, und ja, macht einen guten Eindruck. Und man, da hört man nichts. Also klar, das muss ich natürlich auch so erstmal einarbeiten. Und das Öl, das wird dann auch erstmal durch die Reibung überall verteilt, wo es auch hin soll. Genau, Radlager, dann haben wir hier die Sprengringe. Da brauchen wir ja pro, also bei uns ja eigentlich bloß pro Seite einen Sprengring. Hier sind jetzt vier drin. Ja, gut. Neue Schrauben. Nein, nicht neue Schrauben, neue Muttern. Haben wir auch. Ja, und dann müsste die ganze Sache passen. Gut, jetzt werden wir mal gucken, jetzt müssen wir das mal einbauen. So, jetzt muss ja das neue Radlager in die Achse rein. Und da habe ich mir einfach überlegt, irgendwie das da mit der Nuss wieder rein zu hauen, das ist mir ehrlich gesagt zu ungenau, weil sobald man natürlich hier auf diese Fläche raufkommt, wo die Kugeln drin sind, das ist nicht so schön. Ideal sollte der Druck natürlich nur in diesen Außenbereich raufgegeben werden, um da drin zu machen. Was natürlich toll ist, wenn man eine Presse hat. Haben wir nicht, also müssen wir improvisieren. Meine Idee ist jetzt eigentlich, dass ich das alte Radlager nehme. Ja, diese Außenhülle, die passt natürlich genau hier ruf. Und ist natürlich ideal und damit kann ich dann den Radlader, das Radlader in die Achse dann, ja, rintreiben sozusagen. Das ist der Plan. Dass ich hier mit einem Hammer vernünftig raufhauen kann, ist eigentlich halt ein altes Stück Eisen hier. Das werde ich hier mal irgendwie mit ein paar Popel raufbrutzeln. Und dann habe ich eine vernünftige Fläche, um auch zu hämmern. Ne? Genau so machen wir das.
So, also Schweißen, muss ich sagen, ist jetzt bei mir nicht so der große Künstler noch nicht entstanden. Ja, gut, das wird ja, ist ja nur ein Provisorium, das wird dann ja sowieso weggeschmissen. Wichtig ist, dass es die überhaupt hält, um da drin zu schlagen. Gut, so, jetzt müssen wir mal kicken, die Achse oder die Narbe besser gesagt. Die müssen wir jetzt erstmal, die ist hier drinnen ziemlich stark rostig, also nicht die Fläche hier, sondern hier, wo der O-Ring auch drinnen kommt. Das wird entrosten und in diesen vorderen Bereich entrosten. Und hier innen drinnen, das machen wir mit einem Schleifvlies. Genau. Mal sauber. Bremsen rein, jetzt für alle gut. Vor allen Dingen schön innen drinne, dass da kein Dreck oder irgendwelche andere Schmatze. Genau, so, okay, sauber ist es. Jetzt wird es innen drin schön nochmal mit Schmatze, irgendein Silikonöl oder irgend je nachdem, was ihr gerade habt. Bitte kein WD-40 drin machen. Das hat nichts mit Schmierung zu tun, das hat nur was mit Geld machen zu tun. So, okay. Dann haben wir das soweit fertig. So, eine feste Unterlage, die jetzt nicht großartig vibriert. Ihr könnt es auf dem Boden machen. Hier ist ein fetter Holzbalken genau in der Ecke, da vibriert nichts. Ja, so, dann muss ich mal sehen, ob das hier schon, das wird wahrscheinlich noch mordsmäßig heiß sein. Das muss ich erstmal mit Wasser kühlen. So, Kugellager. Wie rum eine Kugellager kommt, ist Wurst. Ja, das ist von beiden Seiten identisch. Könnt ihr auch ruhig ein bisschen Schmatzer dran machen. Kann nicht schaden. So, dann haben wir unser Special-Werkzeug. Wenn ihr jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie so bewandert seid oder kein Schweißgerät habt, gut, ich bin uni bewandert, das sieht bei mir auch total katastrophal aus, aber wie gesagt, das wird sowieso weggeschmissen, dann könnt ihr das natürlich auch, weiß ich, vielleicht auch mal ein Holzstück mit einem Hartholzstück oder so die Sache einpressen oder ihr bastelt euch was oder mit einem Schraubstock müsst ihr mal gucken. So, dann werden wir das mal rinhauen. Das Schöne, ihr seht wirklich mit der Methode, ja, das ist jetzt, gut, hier ist noch ein bisschen direkt vom Schweißen. So, mit der Methode wirklich ist das schön, dass das wirklich ganz genau sitzt und ihr
Wirkt es eigentlich eine schöne Methode, muss ich sagen, das auf die Art zu machen. So, jetzt habt ihr das schon gehört, jetzt ein dumpfes Geräusch. Können wir an der anderen Seite mal kontrollieren. Und ihr seht, wir sind jetzt hier vernünftig dran. Da auch, genau. So, dann wischen wir das nochmal ab. Das war jetzt von der Schweißkonstruktion nochmal so ein bisschen das olle Fett, was heiß geworden ist jetzt beim Schweißen. So ein bisschen das dreckig gemacht hat. So, sauber wischen. Sauber wischen. So, dann kommt der O-Ring auf der Seite wieder rein. Und auf dieser Seite kommt der neue Sprengring rein. Ah, Spitze ganz schön verbogen hier. Ja, nicht so schön. Die Spitze wieder ein bisschen gerade machen. So. Gut. Okay. Sitzt wieder drinne. Und auch diese Radnarbe ist wieder schick. So. Der Sprengring, gut, der wird ja nachher hier halten. Okay, das war's. So, Bide sind fertig. Nummer 1 ist fertig. Nummer 2 ist fertig. Und dann können wir die Sache jetzt wieder einbauen. Ach so, ja, das ist auch nochmal eine wichtige Info. Ich habe jetzt für dieses ganze Set, also diese ganzen zwei Kugellager mit die Sprengringe und mit den mit den Muttern alles zusammen 24 Euro bezahlt. Man kann natürlich auch, wenn man sich die ganze Arbeit sparen will, auch diese Teile komplett so neu kaufen. Dann bezahlt ihr zwischen 160 und 180 Euro für ein so komplettes Teil. Also das lohnt sich auf alle Fälle, das wieder aufzuarbeiten und neue Kugellager einzubauen. Ja. Gut, jetzt bauen wir das wieder ein. So. Dichtring haben wir hier drinne. Der Dichtring, der dichtet das hier nach hinten hin ab. Aufsetzen. No, und dann stand hier drinne in der Kappe 200. Diese Schraube soll mit 280 Newtonmeter angezogen werden. Wir verwenden noch die neuen Schrauben. So, wie zieht ihr das an? Achtung, jetzt wichtiger Hinweis: Ironie an. Ja, also ich habe jetzt hier nur einen 240er Drehmomentschlüssel. Dreht ihr das mit 240 an, dann stellt er den ein, macht den auf 40 und dreht das mit 40 Newtonmeter nochmal nach. Dann habt ihr summa summarum 280 Newtonmeter. Achtung, wichtiger Hinweis, Ironie wieder aus. Ja, also der Drehmomentschlüssel, der geht bis 240 Newtonmeter. Damit zieht ihr das erstmal an und dann werdet mal sehen, wie sich die ganze Sache, ich sag mal, auf Deutsch anfühlt. So eine Sachen hier anziehen generell oder auch beim Multicar. Überall, wo Kugellager sind, Radlager sind, ein bisschen mit Verstand, mit Gefühl anziehen. Ihr könnt euch nicht auf irgendwelche Drehmomentschlüssel verlassen, auf alle Fälle schon ja nicht auf so eine Parkside-Dinger, weil um einen richtigen, vernünftigen Drehmoment zu erreichen, brauche ich erstens einen hochwertigen Drehmomentschlüssel. Ich brauche ein neues Gewinde in der Mutter und ein neues Gewinde im Bolzen. Da dürfe auch kein Öl drauf sein oder sonst irgendwas für eine Rückstände. Also ist das, ich sage einfach mal, selbst wenn ich das jetzt hier mit diesem Drehmomentschlüssel mache, ist das sowieso Pi mal Daumen, auch wenn ich den auf 280 einstellen könnte. Ja. Wichtig an der ganzen Sache ist, die ganze Sache muss ich auch noch, wenn es angezogen ist, auch noch vernünftig drehen lassen. Weil bei Wärme dehnt sich ja Metall aus und dann ja, wird die ganze Sache noch enger. Ja. Gut, dann setze ich jetzt die neue Mutter an. Und dann ziehen wir das mal fest.
Ja, ich habe den jetzt 240 eingestellt. Das ist eine 32er Nuss. Und dann gucken wir mal an, wie sich die ganze Sache dreht. Also ist noch ziemlich entspannt alles. So, das sind jetzt 240. So, ich drehe aber trotzdem noch ein bisschen weiter, wenn dieser Punkt kommt. Und wir merken jetzt schon, dass das schon sich schon leicht abbremst. Das heißt, die Spannung von der Schraube reicht vollkommen aus. So, die Staubkappe wieder rauf. Ich zeige ja natürlich nur so ein Mordshammer hier. Gut. Und unser Radlager ist fertig. So. Dann Rad wieder ran und unser erstes Rad ist schick. Das war das Thema Radlager wechseln am Anhänger, am Saris-Anhänger. Ich hoffe mal, dass das nicht ganz uninteressant war für den einen oder anderen von euch. Ja, beim nächsten Video geht es wieder um das Thema Multicar. Ich hoffe, ihr freut euch. Zeitaufwand war ungefähr so, ja, plus minus 2 Stunden habe ich ungefähr gebraucht. Und ansonsten, ja, bin ich zufrieden, dass die Kiste jetzt wieder heil ist, der Anhänger, dass ich ihn wieder nutzen kann. Alles klar. Denn bis zum nächsten Mal auf meinem Multicar-Channel. Macht's gut. Tschüss. Auch dass das für den einen oder anderen auch ganz interessant für denjenigen war.